Jemen gab es einmal einen König mit dem Namen Yunuwas, der von sich behauptete, er sei Gott. Dieser König hörte von einem Jungen, der der Religion des Tauhid angehörte. Die Religion der Einheit Gottes. Der König hörte von dem Jungen. Er ließ ihn fangen und drohte ihn umzubringen. Er wollte den Jungen von seinem Glauben abbringen, aber der Junge weigerte sich, seinen Glauben zu leugnen. Also befahl der König seinen Soldaten, den Jungen auf die Spitze eines Berges zu bringen und ihn dort hinunterzuwerfen. Und als sie dabei waren zu tun, was ihnen aufgetragen wurde, da sprach der Junge: Allahumma kfinihim bima shi't. O Allah, bewahre mich vor ihnen, wie du möchtest. Als die Soldaten gerade den Befehl ausführen wollten, spricht der Junge diesen Dua aus. Und Allah subhanahu wa ta'ala rettete den Jungen und ließ stattdessen die Soldaten sterben. Der Junge war gerettet und in Sicherheit. Er hätte weglaufen können, einfach abhauen, in eine andere Stadt fliehen. Dies tat er aber nicht. Er kehrte zum König zurück. Warum? Weil er eine Vision hatte. Weil er eine Mission hatte. Weil er dem König etwas beweisen wollte. Als der Junge zum König zurückkam, befiehlt er wieder, den Jungen umzubringen. Der König wollte den Jungen ein für alle Mal loswerden. Diesmal bringen ihn die Soldaten auf ein Schiff und wollten ihn dort ertränken. Als der Junge plötzlich widersprach: Allahumma kfinihim bima shi't. O Allah, bewahre mich vor ihnen, wie du möchtest. Und Allah erhörte das Gebet des Jungen ein zweites Mal. Ein zweites Mal kehrte der Junge ohne die Soldaten lebendig und sicher zum König zurück. Als die beiden sich nun zum dritten Mal gegenüberstanden, sagte der Junge zum König: Du kannst mich nur umbringen, wenn du mich an einen Baum bindest und alle Menschen um uns versammelst. Dann musst du, bevor du schießt, Bismi Rabbil Ghulam sagen, im Namen des Herrn dieses Jungen. Das ist die einzige Möglichkeit, mich umzubringen. Der König folgte dieser Anleitung. Er ruft alle Menschen als Zeugen zusammen. Was passiert dann? Der König sagt laut: Im Namen des Herrn dieses Jungen. Schuss, Treffer, der Junge war tot. Aber die Message war angekommen. Was der Junge zeigen wollte, war klar. Alle Menschen, die Zeugen dieser Hinrichtung wurden, wechselten sie in die Religion des Jungen, in die Religion des Tawhid. Und was war mit dem König Yunuwas? Er drängte die Uchdud, alle dort Anwesenden zu töten. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt das in Surah Buruj. Was war denn das Verbrechen der Leute, die die Religion des Jungen angenommen hatten? Was hatten sie verbrochen? Ihr einziges Verbrechen war es, niemanden außer Allah anzubeten. Das war ihr Verbrechen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.